Freunde und Angehörige des schwerkranken russischen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny werfen der russischen Regierung vor, seine Ausreise zur Behandlung nach Deutschland aktiv zu verhindern. Das Krankenhaus in Omsk, in dem Nawalny derzeit behandelt werde, sei nicht ausreichend ausgestattet, sagte Nawalnys Ehefrau am Freitagmorgen vor der Klinikpforte. Man weigert sich, uns Alexei für den Transport auszuliefern. Wir sind überzeugt, dass man dadurch sicherstellen will, dass sich alle Spuren der chemischen Substanz im Körper von Alexei auflösen. Er ist in keiner guten Verfassung. Wir können diesem Krankenhaus nicht vertrauen. Wir verlangen, dass er uns übergeben wird, damit wir ihn in einem unabhängigen Krankenhaus behandeln lassen können, dessen Ärzten wir auch vertrauen. Der Leiter von Nawalnys Antikorruptionsstiftung sagte, man habe sich an eine Vertreterin der Transportpolizei gewandt, um zu erfahren, um welche Substanz es sich gehandelt habe. Sie sagte uns nur, das sei vertraulich während der Ermittlungen, aber die Substanz stelle eine tödliche Gefahr dar für Alexei und sein Umfeld. Alle Anwesenden müssen Schutzanzüge tragen. Ein behandelnder Arzt des Krankenhauses sagte am Vormittag, bisher seien keine Tests auf giftige Substanzen in Nawalnys Körper angesprungen.